begrüße Sie zum zweiten Teil des besonderen Vertrags und Sachenrechts des Handelsverkehrs. Nachdem es im ersten Teil vor allem um das Zustandekommen von Verträgen unter Kaufleuten ging, wende ich mich jetzt inhaltlichen Fragen zu. Die Paragraphen 347 bis 350 HGB enthalten Abweichungen vom BGB hinsichtlich des Sorgfaltsmaßstabs, Paragraph 347 HGB, der Vereinbarung von Vertragsstrafen, Paragraph 348, und hinsichtlich des Verzichts auf die Einrede der Vorausklage, Paragraph 349 HGB. Für bestimmte Vertragstypen enthält zudem Paragraph 350 HGB Formerleichterungen. Ferner enthalten die Paragraphen 352, 353 und 354 Absatz 2 HGB Sondervorschriften für Zinsen und die Paragraphen 355 bis 357 HGB für einen Kontokorrent. Vom BGB abweichende Regeln zur Leistungszeit finden Sie in den Paragraphen 358 und 359 sowie zur Gattungsschuld in Paragraph 360 HGB. In der Prüfung wird Paragraph 354a HGB leider häufig übersehen. Während nach Paragraph 399 Variante 2 BGB ein vertragliches Abtretungsverbot mit umfassender Wirkung vereinbart werden darf, enthält Paragraph 354a HGB eine davon abweichende Einschränkung. Wenn es um die Abtretung einer Geldforderung geht und das Rechtsgeschäft, das diese Forderung begründet hat, für beide Teile ein Handelsgeschäft ist, dann ist die Abtretung trotz des vertraglich vereinbarten Verbots wirksam. An dieser Stelle möchte ich noch einmal meinen Tipp aus dem ersten Teil wiederholen. Wenn Ihr Sachverhalt Kaufleute enthält, dann nehmen Sie sich die Zeit und gehen die Paragraphen 343 folgende HGB kurz durch, damit Ihnen keine handelsrechtliche Besonderheit entgeht. Auf zwei Eigentümlichkeiten möchte ich Sie etwas ausführlicher aufmerksam machen. Der Gutglaubenserwerb nach den Paragraphen 932 folgende BGB schützt den guten Glauben an das Eigentum eines Verfügenden. Abweichend hiervon schützt Paragraph 366 HGB den guten Glauben an dessen Verfügungsbefugnis. Der beschränkte Schutz der Paragraphen 932 folgende BGB wird den besonderen Anforderungen des Handelsverkehrs nicht gerecht. Hier ist es üblich, dass berechtigterweise fremde Sachen veräußert oder verpfändet werden. Denken Sie nur an den Kommissionär, den wir schon kennengelernt haben. Der gutgläubige Erwerb nach § 366 Absatz 1 HGB wird wie folgt geprüft. Es liegen die Voraussetzungen der § 929 bis 931 BGB vor. Der Veräußerer ist Kaufmann. Die Verfügung erfolgt im Rahmen seines Handelsgeschäfts, vergleiche § 343 HGB. Der verfügende Kaufmann ist nicht zur Verfügung befugt. Der Vertragspartner ist gutgläubig. Wobei an dieser Stelle zu differenzieren ist. Paragraph 366 HGB schützt nur den guten Glauben an die Verfügungsbefugnis des Veräußerers, also daran, dass die Person über die Sache verfügen darf. Der gute Glaube an das Eigentum des Veräußerers wird auch hier ausschließlich über Paragraph 932 BGB geschützt. Unter den Voraussetzungen des Paragraphen 366 Absatz 2 HGB ist zudem ein gutgläubiger lastenfreier Erwerb möglich. Wenden wir uns der zweiten Besonderheit zu, dem kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht. Ein allgemeines Zurückbehaltungsrecht kennt das BGB für den gegenseitigen Vertrag in Paragraph 320 und für konnexe Forderungen in Paragraph 273. Im Handelsrecht werden diese Normen durch die Paragraphen 369 folgende HGB mit Blick auf das dortige Sicherungsbedürfnis verändert. Die wichtigsten Unterschiede sind: Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht ist auf bewegliche Sachen und Wertpapiere beschränkt. Bei ihm besteht das Erfordernis der Konnexität nicht. Und anders als die Paragraphen 273 und 274 BGB gewähren die Paragraphen 369 folgende HGB ein pfandähnliches Befriedigungs- und ein Aussonderungsrecht, also nicht nur eine Einrede. Die Voraussetzungen lauten: Die gesicherte Forderung muss fällig sein. Es muss sich um eine Geldforderung handeln, beziehungsweise die Forderung
wegen derer das Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht wird, muss in eine Geldforderung übergehen. Die Forderung muss aus einem beiderseitigen Handelsgeschäft zwischen den Parteien stammen. Sie muss klagbar sein und ihr darf keine Einrede entgegenstehen. Bei dem Gegenstand, auf den sich das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht bezieht, handelt es sich um eine bewegliche Sache oder um ein Wertpapier. Der Schuldner muss Eigentümer sein, beziehungsweise soll es wieder werden. Es darf kein Ausschluss im Sinne von § 369 Absatz 3 HGB vorliegen. Ist all dies gegeben, so gehen vom kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht diese Rechtsfolgen aus. Leistungsverweigerungsrecht gegenüber dem Schuldner und gegenüber Dritten. Befriedigungsrecht und besondere Wirkungen in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz. Damit ist Ihr Film aus meiner Reihe 6 Minuten Jura zu Ende. Ich sage danke für Ihr Interesse. Noch mehr lernen können Sie, wenn Sie jetzt folgende Fragen beantworten. Weshalb hat der Gesetzgeber mit § 366 HGB eine Sondervorschrift für den Handelsverkehr geschaffen? Ist § 366 HGB auf den Erwerb einer Immobilie anwendbar? Was ist der Normzweck des § 369 HGB? Wenn Sie diese Fragen zunächst für sich selbst beantworten wollen, was ich empfehle, drücken Sie jetzt auf das Zeichen für Pause. Sonst folgen in einigen Sekunden die Antworten. Und hier die Antworten. Es versteht sich von selbst, dass die allgemeinen Regeln des BGB über den gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten auch im Handelsverkehr gelten. Im Handelsverkehr erwirbt ein Kaufmann aber oftmals Waren von einem Vertragspartner, von dem er weiß, dass er nicht Eigentümer der Ware ist, er ihn aber für verfügungsbefugt halten darf. Nach dem eindeutigen Wortlaut ist § 366 HGB nur auf bewegliche Sachen anwendbar. Eine analoge Anwendung auf Grundstücke oder gar Forderungen scheidet mangels planwidriger Regelungslücke aus. § 369 HGB beruht auf der Annahme, dass sich das im Handelsverkehr überaus bedeutsame Bedürfnis nach Kreditsicherung nicht durch die Instrumente des BGB ausreichend befriedigen lässt. Mit dem kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht werden dem Gläubiger daher sowohl eine Zurückbehaltungseinrede als auch ein Verwertungsrecht eingeräumt.